Die lila Münzen, die liegen hier im Sand verborgen. Das heißt, wir müssen sie ganz schnell aufheben. Hier in der Sandinsel-Galaxie. Willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Im Anflug auf lila Komet. Die lila Münzen im Land der Wüste. Ja, und da ist das Problem. Die Gegner sind noch da. Ja, und das heißt, man kann in den Sand gefördert werden, wenn man schon so 90 Münzen hat. Und dann muss man die ganze Aufgabe nochmal machen, wenn man gleich stirbt. Ist doch super, ja. Also, richtet euch darauf ein, dass das eventuell, dass ich hier eventuell failen werde. Mal schauen. So, die hier sind ja eigentlich noch ganz okay, aber später sind es dann auch zwei solche Wirbelstürme mit Steinen drin und dann kann man halt runterfallen. Oh, da müssen natürlich auch auf die Lüfte drauf achten, dass wir hier die Liedermünzen mitnehmen. So, die haben wir. Wunderbar. Also das ist, ich muss schon sagen, also das hier ist die auf Liedermünzen-Aufgabe, auf die ich am wenigsten Bock habe. Weil die Sandinsel-Galaxie mir sowieso nicht so sehr gefallen hat und dann da jetzt noch die ganzen lila Münzen sammeln. Also es war nicht so schwierig, aber trotzdem ein bisschen nervig. Gerade wenn man failen tut. Und das am Ende. In der Eisvulkan-Galaxie, wo wir im letzten Part waren, da geht es ja noch, weil da kann man die schwierigste Stelle gleich am Anfang machen. Und wenn man da failt, dann ist das kein, ist das nicht so schlimm. Nur hier ist halt die schwierigste Stelle wirklich am Ende. Das ist halt das Problem. So. Und die ersten 30 Münzen zusammen, das ist doch schon mal ein sehr, sehr guter Start. Das ist die Frage, gibt es da hinten, also da rechts auch noch welche? Sieht nicht danach aus. Warte, ich stelle mich hier mal hoch und schaue da jetzt nochmal nach. Sieht alles ganz gut aus, als hätten wir wirklich alles. Wunderbar. Dann natürlich hier jetzt auch aufpassen. Oh, ich habe Angst. Ich habe irgendwie jetzt Angst. Dieser Sprung, der sieht so gefährlich aus. Nee, die Kamera passt jetzt hier eigentlich schon. Ah, gut. Sehr, sehr gut. Aber ich muss hier nochmal springen. Gut. Wir haben es heile überstanden. Ja, wir nehmen ruhig mal den Tornado hier. Um sicher zu landen hier. Wow. Der Knorntrocken, der wollte sich mit mir anlegen. Nein! Das meinte ich. Einmal irgendwie abrutschen und dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Wir müssen jetzt nochmal von vorne starten. Und das kann halt am Ende passieren auch. Da hatten wir jetzt das Glück, dass es relativ am Anfang war. Wir waren erst seit ca. 2 Minuten hier drin. Ich versuche das jetzt auch hier schnell wieder zu einzusammeln alles. Das ist halt ein bisschen doof. Aber was soll man machen? Kann man nichts machen. Nee, das war der falsche Wirbelsturm. Muss von diesem hier aus starten, um da die Münzen zu kriegen. So. Dann da mal rüber. Diese Münzen mal hier bitte einsammeln. Dankeschön, dann mal hier und da die Münzen in der Luft. In den Lüften. In der Luft. In der Luft. So, so. Ah, dann diese Münzen nochmal. Man auf der Rückwärtsseite gefasst machen, hier hoch, diese 3 Münzen mitnehmen. Die darf man natürlich auch nicht fallen. Und schaut mal dort hinten, da sind auch einige Münzen sehr, sehr gut versteckt. Daran müssen wir denken, wenn wir da hinten sind. Ah, stimmt, wenn es runtergedrückt wird, sieht man das ja eh. Stimmt. So, hier, diese blöde Passage hier wieder. Bringen, rüber, in den Wirbelsturm rein hier. Auf den Knochen trocken drauf, damit er keine Probleme mehr macht. Oh, das war trotzdem irgendwie ein bisschen riskant. Oh, seht ihr die Münzen da? Das ist da hinten nochmal genau das gleiche, nur dass wir da runtergeschleudert werden können durch die Wirbelstürme. Ah, das ist so fies, das ist so fies und ich muss hier jede Münze einzeln nehmen. Ich muss hier jede Münze einzeln nehmen, weil
Ihr seht es ja. Die sind so doof platziert. Okay. Die haben es geschafft. Hier mache ich jetzt sicherheitshalber mal einen Weitsprung. Damit ich ja nicht runterfalle. Gut. So, sind da noch? Da, ja, sind noch Münzen. Wunderbar. Ach, nee. Achso, in der Mitte ist da eine. Ah, okay. Wie holen wir denen am besten? So. So geht das. So. Wir müssen ja nachher da ein bisschen schnell sein. Darum würde ich vorschlagen, wir holen erstmal diese Münzen hier. Dann machen wir mal einen Weitsprung. Nochmal einen Weitsprung zurück. Das ist gut. Und dann die Münze da hinten. Die anderen Münzen da oben, die können wir noch nicht erreichen. Erst wenn wir diese Plattform nach oben gestampft haben. So. Gut. Dann hier weiter. Hier kann man auch sehr, sehr leicht runterfallen. Ihr merkt, wie vorsichtig ich bin. Nein, nein. Oh. Ich will diese Aufgabe einfach nur abschließen. So, ganz sicher mal zur anderen Seite darüber. Und da die Münzen einsammeln. So, hier runter, hier. So, da sind nämlich noch zwei Münzen, die muss ich nämlich auch noch einsammeln. Gut. Dann jetzt hier rüber. Diese Münzen da holen. Wunderbar. Schnell hier gleich auf sichere Land. 66 Münzen haben wir. Das heißt noch 34. Übersehen können wir sehr, sehr schlecht welche. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir auch welche übersehen werden. Aber dieses Fail-Potenzial ist halt noch da. Das ist das Problem. Ja, der Toad da schläft einfach. Macht er fein, macht er richtig fein. So. Hier sind da noch welche. Die nehme ich mir auch mal mit. So, dann wieder zurück. Habe ich hier noch irgendwelche jetzt ausgelassen? Ja, da sind noch welche. Gut. Was ist denn das jetzt da für ein Scheiß? Och, nö. Das ist nicht euer Ernst. Oh, mein Gott, ey. Nein. Oh. Ist das fies. Ist das fies. Da, wo der Clown trocken ist, sind da noch welche? Nein. Gut, dann kann ich mich hier mal dort hinten hinschleudern lassen. Mach ich hier mal eine Stampfattacke, einen Weitsprung und rüber da. Noch 15 Münzen. Ne, 25. 25. Nur jetzt kommt halt diese schwierige Passage, von der ich schon gesprochen habe. Das Problem ist, nicht nur links sind ja irgendwelche Münzen, sondern rechts gleich auch nochmal. Aber Moment, mir fällt gerade ein Trick ein, wie man ganz sicher nicht getroffen wird, indem man kriechen tut. Da wird man dann auf jeden Fall nicht getroffen, stimmt. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Tipp. Ich hole erstmal die Münzen hier unten. So. Dann ganz in Ruhe die anderen Münzen holen. Da habe ich jetzt sogar zwei in einem Zug bekommen. Sehr, sehr schön. Und hier gleich die rechten Münzen hier auch nochmal. Wieder zwei Münzen in einem Zug. Wunderbar. Dann noch die letzte hier. Ach, da komme ich nicht ran. Da muss ich zum anderen Tornado hin. So, jetzt. Diese Münzen habe ich. 11 Münzen nur noch. 11 Münzen nur noch. Stellt euch mal vor, dass es diesen Trick mit dem Ducken nicht geben würde. Wie man dann ganz einfach darunter fallen würde. Ein Treffer mit so einem Stein da würde schon ausreichen. Dann fällt man hier jetzt in den Sand und weg ist man. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass man nicht in den Sand da fällt, aber mir ist das so häufig passiert.
Glaub mir, es geht wirklich sehr, sehr schnell. So, da waren auch nochmal ein paar Münzen. Sehr, sehr gut. Dann müssen wir jetzt ganz schnell rüber. Aber natürlich auch nicht fehlen. Ist hier unten? Ja, hier oben ist auch nochmal eine Münze. Wie fies. Da ist auch nochmal eine. Auch nochmal sehr, sehr fies. So, jetzt Beeilung. Da bin ich jetzt so ein bisschen auf Risiko gegangen, muss ich sagen. Nein, nein, nein. Weiß nicht, ob das Fliegen jetzt hier so klug ist, aber ich denke mal, es ist relativ klug. Nein, nein! Oh, ich bin abgerutscht. Nein. Das meinte ich. Man fällt da so einfach rein. Ah, wie ärgerlich. So richtig ärgerlich. So, ich habe mal ganz schnell nochmal die 94... Na gut, jetzt eigentlich 95 Münzen nochmal geholt. Damit ihr das nicht nochmal anschauen müsst, weil das ist doch ein bisschen sehr dolle nervig. Und da weiß ich auch wieder, warum ich diese Aufgabe nicht so sehr mag. Genau. Und dann auf ein neues. Auf ein neues. Hier mal ganz schnell durch. Da ganz schnell durch. War zwar wieder ein bisschen sehr riskant, aber mein Gott. Jetzt auch nicht so schlimm. Das Einzige, was ich jetzt hier möchte, ist hier durchkommen. Und den Stern abholen. So, hier jetzt einen größeren Bogen drum machen. Ja, weiß ich, die Kamera da aus ein bisschen doof ändert. So, wir haben jetzt auch ein bisschen, soweit ich das merke, auch ein bisschen mehr Zeit als wie noch vorher. So, und die letzte Münze noch. Ein Glück spawnt der Stern unten. Dann haben wir es doch nochmal geschafft. Stern her. Ich will ja weg. Ja, ich habe da jetzt auch nochmal ein paar Mal gefehlt. Eben besonders ein Glück nur am Anfang, nicht am Ende. Aber es ist halt schon wirklich sehr, sehr nervig. So, schwarzer Luma, dann zeig mir mal, was du hier noch für Sterne hast. Entweder Höhlenverlies-Galaxie oder die andere Galaxie will ich machen. Die Feuereruption-Galaxie. Okay, dann machen wir die Feuereruption-Galaxie. Das sind auch Münzen, sehr weit verstreut. Ich habe ja schon im letzten Part gesagt, dass dieser Part eventuell ein bisschen länger wird. Und ja, das wird er ja auch. So. Das ist ja, also die letzten drei Sterne sind ja alle drei in der Luft. Das heißt, ich nehme mir den Stern. Somit geht es schneller nach oben. Dann fliege mal nach ganz, ganz oben. Gut, dass dieser Stern hier ist, weil damit geht es doch schon ein bisschen schneller. Den habe ich einfach viel zu selten in letzter Zeit eingesetzt. Aber okay. So. Hier sieht es so friedlich aus, aber hier ist es nicht friedlich. Oder gibt es bei der Feuereruption doch noch eine andere Aufgabe? Nee, glaube nicht, glaube nicht. Ja, mal schauen. Mal schauen. Im nächsten Part machen wir auf jeden Fall die Höhenverlies-Galaxie und die Kampfflotten-Galaxie. Ja, die sind hier alle verteilt. 100 Stück. Sogar beim Vulkan. Sehr interessant. Aber sagen wir es mal so, ich habe das nicht so schwer hier in Erinnerung. Also da hatte ich viel, viel mehr Angst vor der Sandinsel-Galaxie. Gibt es so ein Maxipilz? Wie großzügig. Wie ich auch sehe, Gegner scheinen hier gar nicht mehr da zu sein. Sehr, sehr gut. So. Da. Nehme ich ruhig mal die Sternteile mit, warum auch immer. Gibt es da in der Ecke nicht noch einen? Nein, okay. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Dann laufen wir einfach mal weiter. Wo ich alle ganz zügig einsammeln. Bonapilz nehme ich auch mal mit, falls ich hier sterben sollte. So, da hinten, da schaue ich ja später hin. Da ist noch eine lila Münze. Da muss ich einen Weitsprung ausführen, aber nicht so. Am besten mal mit dieser Kamera an sich hier und ab. Geht doch.
Ja, da muss ich auch nochmal einen Weitsprung ausführen. So. Na toll. Nur 2 Münzen bekommen, das ist eine super Ausbeute. So. So ähnlich ist es hier auch nochmal. Ja, mache ich jetzt noch nicht mit einem Weitsprung, einfach nur mal hochspringen. Mit einem Wirbler. Gut. Oh, da erinnere ich mich auch noch an die eine Aufgabe hier in dieser Galaxie. Ah. Irgendwie bin ich froh, dass diese Aufgaben vorbei sind, aber viele Münzen, da bin ich dann auch bald froh, wenn die vorbei sind. Also an sich machen die Münzen und diese Aufgaben da sehr, sehr viel Spaß. Nur bei manchen frustriert es doch so ein bisschen. Die letzte Aufgabe. Ah, nee, da bin ich lieber mal ein bisschen vorsichtig. Warte, ich werde da mal einen Weitsprung ausführen. Dann habe ich den da unten und gut, dann habe ich diese 3. 34 Münzen, ein Drittel durch. Ja, was ich jetzt hier gemacht habe, keine Ahnung. Ich wollte einfach nur rüber, aber ich habe irgendwie die Lava-Fontäne ignoriert. Warum auch immer. Sollte man eigentlich nicht machen. Ah ja, ich erinnere mich, das ist hier auch nicht gerade so das Beste hier. Weil man muss... Weil dieses komische Ding hier geht in die Lava und da unten ist eine Münze, wie man sieht. Aber ist ja eigentlich kein Problem. Man darf nur, man muss nur aufpassen, dass es nicht zu weit in die Lava geht. Dass man immer regelmäßig springen tut. Und dann passt das so nochmal zur anderen Seite, dass das hier nochmal ausgeglichen ist. So, Vorsicht. Nicht zu weit in die Lava, nicht zu weit in die Lava. Sehr, sehr gut. So, dann sind da auch nochmal Münzen. Lauf, Mario! Oh. Oh, Moment, das geht hier auch nochmal rein. Weil da ist noch eine Münze. Nochmal kurz springen. So, springen, springen, springen. Da oben ist auch noch eine Münze, man sieht den Schatten. Doch, die haben wir auch. Sehr, sehr schön. Und hier sind doch Gegner, den ich super sehen kann. Prima. So. Das ist natürlich da auch fies. Aber kein unlösbares Problem. So. Da hinten sind natürlich auch noch eine ganze Menge Münzen, die werde ich aber als letztes machen. Aber ich weiß noch, wie ich hier so ungeduldig war. Ja. Ich und meine Ungeduld. Eigentlich bin ich ja ein sehr, sehr geduldiger Mensch, aber in Videospielen irgendwie doch nicht. So. Dann hier. Da unten sind bestimmt auch noch mal ein paar Münzen. Dafür könnte ich wetten. Nee, doch nicht. Okay, dann geht es hier gleich hoch. 40 Münzen noch. 6/10 geschafft. Um genau zu sein, 2/5. So. War in der eigentlichen Aufgabe hier oben was? Haben wir da überhaupt nachgeschaut? Keine Ahnung. Ja, dann sehen wir es jetzt, was hier oben ist. Und zwar nur lila Münzen. So. Das ist hier eine Münze und da hinten welche. Und man sieht ja ganz schwach hier auch eine. Das hat einen ganz bestimmten Grund, weil da hinten da ist eine Plattform. Aber die Kamera an sich ist hier sowas von doof. Kann ich das irgendwie... Ja, da... Man sieht, wie eben doof das war. Ich weiß nicht, ob man die Münze auch anders bekommen hätte können. Später vielleicht. Ich hab das erstmal so gemacht. Ich dachte, wegen der Wand gehen die Gase da nicht durch, aber anscheinend doch. Bin ich ein bisschen doof gemacht, dass das hier durchgeht. Wie man sieht. Mario, spring! Mein Gott. So. Okay, man kommt dann doch hier hin. Nee, ich muss anders springen. Nein. Ach, Mario, bist du zu unfähig? Ich will da hoch. Ja, lieber warten, lieber warten. Ich will jetzt hier nicht mehr mit der Ungeduld anfangen. Und zwar, man muss erstmal hier umdrehen. So, jetzt hier. Wunderbar. Sind im Vulkan Münzen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, da sind Münzen.
Das ist ja fies. Ja, da habe ich mich jetzt auch einfach mal treffen lassen. Am Moment, die Lava steigt gar nicht. Okay. Dann habe ich mich umsonst treffen lassen. Doch, noch 15 Münzen. Die sind hier alle jetzt verteilt. Natürlich ist das jetzt hier auch ein bisschen schwierig, weil das so eine kleinen Plattformen sind, wo man ganz einfach runterfallen kann. Shit. Mal die Kamera positionieren. Hier ein Weitsprung. Hier rauf. Diese Plattform geht hier eigentlich nicht in die Lava unter. Ah, diese hier. Das heißt, ich muss hier wieder zurück. So, sehr, sehr gut. 9 Münzen nur noch. Wir können es schaffen, wenn ich hier keinen dummen Fehler baue. War das knapp. Ja, eigentlich habe ich vorher gewirbelt oder gesprungen. Ich weiß auch nicht, was ich da machen wollte, aber ich lebe noch. Das wäre jetzt sowas von bitter gewesen. Da oben ist der Stern. Wir brauchen jetzt ganz dringend eine normale Münze. Ist da oben zufällig eine? Bevor ich den Block da zerstöre? Nein, gibt es nicht. Aber hier gibt es eine Münze. Sehr, sehr gut. Ich will hier jetzt kein Risiko eingehen. Kein Risiko. Aber wir haben ja schon sozusagen den Stern in der Tasche. So, kurz warten. Und hier hoch. Sehr, sehr gut. Und der Stern ist unser. Ja, und im nächsten Part holen wir uns dann die letzten 2 normalen Sterne. Beziehungsweise 2, ja, doch normalen Sterne. Bis dahin. Viel Spaß euch noch. Schalt wieder ein. Und bye bye. Ach, die Aufnahme läuft ja noch. Oh, tut mir leid. Jetzt ist sie aber Schluss. Tschüss. Reagiert nicht? Ah. Dann muss ich halt manuell hier auf Aufnahme stoppen drücken.